Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Am Mittwoch war es, glaube ich, da hatte ich einen Post gemacht. Und er war wirklich ganz, ganz ernst gemeint. Und ich merke einfach hier, wie viele damit ein Thema haben. Das war ja auch bei mir mal ein Thema. Und zwar ging es darum, ob du dir dessen bewusst bist, was für ein Geschenk du für diese Welt bist. Und ich habe gerade hier, ich sitze hier gerade vorm Computer und habe zwei Kommentare gelesen. Und das hat mich jetzt gerade so im Herzen berührt. Deshalb bin ich jetzt hier ganz spontan live. Und zwar, bei dem einen Kommentar ging es darum, dass sie sehr streng erzogen wurde und ja, kommunistisch sehr diszipliniert. Das bin ich auch. Also mir wurde in der Richtung absolut nichts in die Wege gelegt. Ich ziehe mal meine Brille aus, damit ich hier mal besser dich angucken kann, damit das nicht so spiegelt. Mir wurde da nichts in die Wiege gelegt. Das sind alles Dinge, von denen ich mich im Laufe der Jahre gelöst habe. Die ganzen Schleier, die da über mich gelegt wurden, von denen habe ich mich befreit. Ich bin recht streng katholisch ja, aufgewachsen, musste gefühlt einmal im Monat zur Beichte gehen, habe mich auf dem Weg dahin immer gefragt, irgendwas läuft hier schief in diesem System, ich bin mir keiner Schuld bewusst und trotzdem soll ich da irgendetwas erzählen, was ich Schlimmes gemacht habe, was bei mir letzten Endes dazu geführt hat, dass ich Anfang, ja nee, 18 war ich, 18 oder 19, aus der Kirche ausgetreten bin und seitdem keiner Kirchengemeinschaft, keiner Religionsgemeinschaft mehr angehöre. So, und von allem anderen, was mir übergelegt wurde, dass ich nicht gut genug bin und dass ich falsch bin, dass irgendetwas an mir falsch ist, dass ich mich so und so verhalten muss, dass ich aufpassen muss, was andere von mir denken oder darauf achten sollte, was andere von mir denken. Und, der ganze Kram, da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde mit verbringen, den ganzen Kram an Glaubenssätzen und Themen, was da in unserem Gehirn eingespeist wurde. Vom Umfeld und so weiter und so fort. Davon habe ich mich befreit und meine Liebe, auch davon kannst du dich befreien. Jederzeit. Du kannst jederzeit die Entscheidung treffen, dich auf einen anderen Weg zu begeben, dich von dem ganzen Kram zu lösen. Und dir wirklich deiner Einzigartigkeit bewusst zu werden. Das geht nicht auf Fingerschnipp von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und am schnellsten geht es natürlich, wenn du dich da an Hand nehmen lässt und dir da von außen helfen lässt. Denn man ist ja so, und da nehme ich mich nicht aus, so in seinen eigenen Energien gefangen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich bis heute wunderbare Mentoren an meiner Seite habe, die mir da auch bei helfen, noch Themen zu lösen. Und da bin ich auch immer wieder erstaunt. Mir ging es gerade gestern Abend nochmal so ganz unbedarft ins Coaching reingegangen, also bei meinen Mentoren, bei meiner Mentorin. So ganz unbedarft ins Coaching reingegangen und ein paar Minuten später, schwupps, ist etwas aufgeploppt in der Richtung, wo ich gedacht habe, ups, was ist das jetzt? Aber selbst wäre ich da nicht dran gekommen, wenn ich nicht in diesem Coaching da gestern Abend drin gewesen wäre. Jetzt muss ich doch nochmal die Brille anziehen. Liebe Gabriele, hallo, schön, dass du da bist. So, und das ist so hilfreich. Wenn ich nicht selbst jetzt einen Coach da in der Richtung an meiner Seite hatte, und das war mir überhaupt nicht bewusst, nur durch dieses Coaching, wo es eigentlich um andere Dinge gestern ging, ist das zum Vorschein gekommen, was ich da noch in mir getragen habe und was wir da gestern Abend gelöst haben. So, das ist das eine. Du kannst dich jederzeit von den ganzen Dingen befreien, die wie Schleier, ich habe das bei mir auch gerne immer so bezeichnet, wie so ein Damoklesschwert über mich gelegt wurden, also über dich gelegt wurden, über uns alle gelegt wurden. Das nächste Thema ist ein Kommentar, wo es darum geht, dass sie schon 63 ist. Und glaubt, ob es jetzt nicht schon zu spät ist.
Meine Liebe. Jetzt mal ganz ernsthaft. Kann es sein, dass ab einem gewissen Alter, egal ob du 60 bist, ob du 65 bist, ich glaube, meine älteste Teilnehmerin in der Akademie ist 68 oder 69. Kann es denn sein, dass ab einem gewissen Alter irgendwo geschrieben steht, hallo liebe Manuela, Passalter, jetzt bist du so und so alt, jetzt ist es zu spät und jetzt geht es nur noch darum, aufs Lebensende zu warten. Mal allen Ernstes, kann es das sein? Der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern, ist doch immer jetzt, wenn du es leid bist, wenn es dir hier steht, dann ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern. Und egal, ob du da 50 bist, 55 oder 65, es kann doch nicht sein, dass du dein Leben an dir vorbeiziehen lässt oder ziehen lassen möchtest. Und dann nochmal zu dem Ausgangsthema, diesen Post, wo ich jetzt so diese Kommentare gelesen habe und so ganz spontan hier auf Live gedrückt habe. Schau mal, jeder, ausnahmslos, absolut jeder von uns, nochmal Brille anziehen, liebe Julia, hallo, jeder von uns ist doch, kommt doch aus der gleichen Ecke. Ich sehe das immer so, wir kommen alle aus dem Licht und aus der Liebe. Und jeder von uns ist doch auf dem gleichen Weg hierher gekommen. Und jeder von uns hat so seinen Seelenplan dabei gehabt und wollte hier etwas realisieren, wollte Erfahrungen machen und hat so die Idee gehabt, was er hier machen möchte. Jeder von uns auf dem gleichen Weg. Und jeder von uns ist auf dem gleichen Weg aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt. Richtig oder falsch? Das heißt, egal was danach geschehen ist, wie viel wir unterstützt wurden oder wie viele Schleier über uns gelegt wurden oder was uns da auch immer widerfahren ist, jede einzelne von uns ist ein Geschenk für diese Welt. Jede und jeder Einzelne. Bitte nimm das mal hier in deinem Herzen auf. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob jemand, krasses Beispiel, wohnsitzlos unter der Brücke ist oder ob jemand mit dem dicksten Mercedes durch die Gegend fährt. Jeder von uns ist ein gleiches Geschenk für diese Welt. Die Frage ist immer, was mache ich denn mit dem Geschenk, dass ich, dass du geschenkt bekommen hast, mit dem Auschecken aus dem Bauch von der Mama oder vorher schon mit dem Befruchten der Eizelle. Da fing dieses Geschenk ja schon an, das jeder von uns mitbekommen hat. Und das ist dein Leben. Das hast du als Geschenk bekommen. Und du bist dieses Geschenk. Du bist Leben. Du atmest, du bist Leben, du bist da. Und damit einhergehend mit das Wertvollste, was du bekommen hast, oder was du hast jetzt, ist deine Lebenszeit. Und wir können alles verändern aus der Vergangenheit, all den Kram, was auch immer war, völlig wurscht. Kann alles geändert werden, wenn du es möchtest. Und du kannst dich jederzeit dazu entscheiden, deinem Leben die wirklich von Herzen gewollte Richtung zu geben. Nur Lebenszeit können wir nicht zurückdrehen. Und alles, was bislang in deinem Leben war, egal wie lebenserfahren du jetzt bist, egal was dein Pass an Alter hergibt, ich sage immer, ich werde jünger, meine Kinder werden älter.
Passalter interessiert mich überhaupt nicht. Mir passiert es dann halt, wenn ich mal gefragt werde, irgendwo, wie alt ich bin, ist mir vor einiger Zeit so gegangen, wo ich eine neue Brille mir habe machen lassen und er hat mich nach dem Alter gefragt und ich muss dann erst nachrechnen, weil ich mich da überhaupt nicht drum kümmere. Der hat wohl gedacht, die läuft irgendwie ein bisschen neben der Spur, aber egal, anderes Thema. Jetzt bin ich vom Thema abgewichen. Was wollte ich dir damit noch sagen? Egal welches Passalter du hast, egal wie lebenserfahren du bist, es kann doch nicht sein, dass du wirklich glaubst, jetzt ist es zu spät oder dass deine Seele und dein Herz denken, jetzt ist es zu spät. Alles, was bislang war, gehörte nun mal zu deinem Leben dazu. Und wenn du jetzt, egal in welchem Alter du bist, sagst, so ging es mir ja auch, wenn ich jetzt noch die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre weiterdenke, dann möchte ich mit 75, mit 80, mit 85 oder mit 90, egal, auf mein Leben zurückblicken und mir sagen, es hat zwar einige Jahre gedauert, aber ich habe noch die Kurve gekriegt und blick jetzt noch auf die letzten 10, 15, 20 Jahre und wenn es nur auf ein Jahr ist, erfülltes, glückliches, freudvolles Leben zurück. Ich habe noch die Kurve gekriegt und bin noch auf meinem Herzensweg angekommen. Das ist so eine zentrale Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe. Wie will ich wirklich auf mein Leben zurückblicken? Und vor allem in den Momenten, wo ich meine Eltern verloren habe. Oder überhaupt, wo man einen lieben Menschen verliert, das kennst du ja bestimmt auch. Das sind ja solche, ja, Erfahrungen, die auch zu unserem Leben dazukommen. Da merkt man, wie schnell der Zeitpunkt da ist, dass man den Körper verlässt. Dann ist es definitiv zu spät. Dann ist es definitiv zu spät. Und deshalb möchte ich dich jetzt hier mal wachrütteln. Solange du das Wertvollste, was du hast, dein Leben und die Energie, den Sauerstoff zum Atmen und dein Leben, das Wertvollste, was du hast und was du bist, dein Geschenk Leben, solange du das hast und solange du atmest, ist es nie zu spät, Veränderungen herbeizuführen. Okay? Liebe Karin, hallo, schön, dass auch du dabei bist. Also, bitte verinnerliche es. Du bist genauso wie jeder andere auch ein ganz, ganz großes Geschenk für diese Welt. Bitte verinnerliche das. Und wenn du dich von Themen, Prägungen, Schleiern, Glaubensmustern, egal was es ist, lösen möchtest und mal dir dessen wirklich bewusst werden möchtest, was für ein riesengroßes Geschenk du bist mit deinem Seelenplan, mit deinem Seelenberuf, den du kreieren kannst, jederzeit, ganz gleich wie lebenserfahren du bist. Es hängt alles nur von deiner Entscheidung ab. Dann weißt du, meine Liebe, auch, wie du mich erreichst. Dann komm zu mir in eine Durchbruchsession und lass uns da unter vier Augen im persönlichen, vertraulichen Gespräch miteinander sprechen. Okay? Meine Liebe, mein Lieber, du bist ein Geschenk für die Welt. Bis bald. Tschüss.